Und das Übelste ist, nach so einem gewaltigen Angebot von Allah, und er ist immer bereit, die Reue anzunehmen, subhanahu wa ta'ala, dass wir diesen Monat einfach so mit einem üblen Charakter und einer üblen Religion einfach so hinter uns bringen wollen. Wallahi, du siehst, manche Muslime, möge Allah azawajal sie und uns recht leiten, er hat etwas Bedrückendes im Herzen, weil Ramadan beginnt. Dann sagst du ihm, was ist los? Er sagt dir, schau mal, ich kann jetzt nicht essen, wann ich will. Und ich kann nicht trinken, wann ich will. Und ich kann meinen Gelüsten nicht nachgehen, wann ich will. Dann sagen wir ihm, subhanallah, erstmal, Allah azza wa jal hat dir vom ganzen Jahr einen einzigen Monat abverlangt, wo er dich als einen guten Diener sehen möchte. Natürlich im gesamten Jahr als einen guten Diener, aber besonders im Ramadan. Da hat Allah azza wa jal dir Dinge verboten, die normalerweise erlaubt sind. Das Essen, das Trinken, die Intimität mit der Ehefrau. Normalerweise sind das erlaubte Sachen. Aber Allah möchte in diesem Monat von dir sehen, ob du ein Diener bist, der Allah azza wa jal gegenüber gehorsam ist. Und Allah kann bestimmen, was er will. La yus'alu amma yaf'al. Warum yus'alun? Allah wird nicht nach dem gefragt, was er tut. Sie aber werden befragt. Aber warum ein bedrückendes Herz? Wie kannst du ein bedrückendes Herz haben vor Ramadan, wo Allah dir einfach nur mit der Vergebung gekommen ist? Er kommt dir entgegen mit der Vergebung. Und du verziehst ein Gesicht, als ob du die Nachricht bekommen hast, dass du gleich sterben wirst. Das zeigt, liebe Geschwister, wallahi al-azim, dass wir nicht den Monat Ramadan zu schätzen wissen. يا ذاكر الأصحاب كن متعدي